Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Westfale Video. Heute geht es um eine Aktie, nicht um Kryptos, und zwar um die C-Suite AI Aktie. Und ich möchte euch ein bisschen was erzählen, was ich so von dem Unternehmen halte und wie ich auch selbst da investiert bin. Also ich zeige euch ganz transparent, wie sieht mein Investment aus, wo ist da gerade mein Status und wie sehen meine Pläne für die Zukunft aus. Und bevor ich näher auf C3 AI eingehe, einmal ganz kurz, wie immer hier der Disclaimer. Stopp das Video hier, liest ihr das durch und dann sind wir da safe. Okay, also C3 AI, wir sind hier auf der Homepage und Homepage ist erstmal sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Und wie du dir beim Namen denken kannst, C3 AI ist ein AI-Unternehmen. Und was mir daran gut gefällt, ist, dass sie eher ein Plattformbilder sind. Das heißt, die bieten jetzt nicht eine AI-Solution, eine AI-Lösung für ein ganz bestimmtes Problem an, sondern sind eher eine Plattform für verschiedene Lösungen, für verschiedene Probleme. Und das ist ja auf der Homepage auch dargestellt. Und was man sieht, ist zum Beispiel, dass sie wirklich auch mit einigen der Großen zusammenarbeiten. Also hier zum Beispiel mit Shell im Ölbusiness. Hier ist so eine Kooperation mit der US Air Force. Das ist natürlich auch kein ganz schlechtes Zeichen. Das finde ich ganz spannend. Da bieten sie an, mit der Analyse über künstliche Intelligenz herauszufinden, welches Teil in einem Fighter, also in so einem Kampfjet, am nächsten wahrscheinlich kaputt gehen wird. Sodass man schon mal das Teilchen bestellen kann und wenn der Jet dann irgendwie seinen Defekt hat, hat man das Teil schon vorrichtig und kann es direkt einbauen. Und naja, wenn China dann Taiwan angreift, dann sind unsere amerikanischen Freunde bereit. Also finde ich, ist eine sehr spannende Anwendung. Generell ist künstliche Intelligenz natürlich ein Thema unserer Zeit und ihr seht hier auf der Homepage, hier gibt es verschiedenste Anwendungen, die sind da sehr breit aufgestellt. Das finde ich persönlich sehr spannend. Wenn die jetzt sagen würden, wir machen nur Supply Chain Management für die Ölindustrie, dann kann das sicherlich auch ein profitables Business sein, das wäre mir aber zu spezialisiert. Und das ist hier eben nicht der Fall. Also sie sind hier breit aufgestellt, das finde ich cool. Was auch ganz spannend ist, die haben ja so eine Anwendung, könnt ihr auf der Homepage mal reingehen, unter Software, da gibt es ja die verschiedenen Anwendungen, die verschiedenen Plattformen, unter anderem auch dieses Ex Machina und das richtet sich auch an wirklich sozusagen jeden. Guckt euch das gerne mal an, da könnt ihr auch über, ich glaube, 2 Wochen hinweg das ganz for free benutzen. Die Idee ist, dass man ohne selber coden zu können, also ohne selber programmieren zu können, seinen Code mit Hilfe von einer AI schreibt, um eine bestimmte Problemlösung zu entwickeln. Also das ist sicherlich was, was eine Menge Potenzial hat. Und das Coole ist halt eben, dass sie eben diese Softwarelösungen, diese verschiedenen Industrien, die sie adressieren, schon da haben. Das heißt, die fangen jetzt irgendwie nicht bei komplett null an, sondern es gibt da existierende Lösungen, existierende Produkte. Das ist auf jeden Fall ziemlich spannend. Und darum habe ich in die investiert. Also ich habe C3 AI Aktien gekauft und ich kaufe eigentlich alle meine Aktien über Trade Republic. Zum einen kann man da ganz normal Aktien eben kaufen, man kann aber auch ETFs kaufen, Kryptos, Derivate, wie man möchte. Wenn du Trade Republic nutzen möchtest, dann findest du einen Anmeldelink in der Infobox, damit kriegst du einen Bonus. Die ändern ihre Boni ständig. Also letztes Mal, als ich geschaut habe, kann man bis zu 200 Euro als Bonus bekommen, je nachdem, wie viel man einzahlt. Wenn du das Video siehst, mag das anders sein, aber irgendeinen Bonus gibt es auf jeden Fall. Also macht auf jeden Fall Sinn, Trade Republic zu nutzen. Auch wenn du schon bei einem anderen Broker bist, macht es vielleicht Sinn, C3 AI bei Trade Republic zu kaufen, damit du eben diesen Bonus abgreifen kannst. Aber letztendlich kannst du die Aktie natürlich bei den meisten gängigen Brokern kaufen und ja, ist egal wo. Schauen wir mal, wie meine Position da aussieht. Also die Aktie hat jetzt hier in der Jahresansicht eine sehr, sehr schöne Performance hingelegt. Also in diesem Jahr 167%. Das ist selbst für Kryptoanleger eine ziemlich nette Zahl. Also damit kann man echt arbeiten. Wenn du da wirklich beim Tief eingestiegen bist, bei unter 10 Dollar und jetzt sind wir bei über 40, dann hast du natürlich alles richtig gemacht. Dann hast du dein Investment vervierfacht und richtig gut und das Ganze innerhalb von, ja, wo haben wir es denn hier? Innerhalb von einem halben Jahr ungefähr. Also das ist schon sehr schön. Leider bin ich nicht ganz so früh eingestiegen. Man müsste es hier irgendwo sehen. Ich scroll mal ein bisschen runter.
Schauen wir mal, wenn man hier meinen Einstiegskurs sieht. Genau, mein Einstiegskurs war bei 37 Dollar und ja, jetzt steht die Aktie bei 40. Das heißt, ich bin schon im Plus, aber ich bin eben auch schon vor einiger Zeit eingestiegen. Wenn man hier auf die 5-Jahres-Ansicht geht, dann ist mein Einstieg ja so irgendwo hier Ende 2021. Das heißt, ich war da meiner Zeit ein bisschen voraus. Nichtsdestotrotz ist es sehr gut. Also ich bin damit in der Aktie jetzt im Plus ungefähr ja, 10% all in all. Das heißt, das ist echt okay. Ich werde auch weiter halten. Ich werde die jetzt nicht verkaufen, weil man sieht auch hier, naja, die waren schon mal bei 130 Dollar zum Start. Also da ist, glaube ich, noch viel Potenzial drin. Wenn wir über das Potenzial sprechen, muss man ganz klar auch sagen, die Analystenbewertungen sind eher geht so. Also die höchste Analystenbewertung ist bei 46 und das ist also schon ziemlich nah am jetzigen Kurs. Die niedrigste ist bei 12 und so der Mittel ist bei 24. Also wenn man nach den Analystenbewertungen geht, wäre es wahrscheinlich klug, wenn ich jetzt verkaufen würde. Haut mir das mal in die Kommentare. Was sagt ihr? Würdet ihr beim jetzigen Kurs in der jetzigen Marktlage verkaufen oder denkt ihr, ich sollte weiter halten? Meiner Meinung nach ist dieses Pattern hier ziemlich cool und ich würde davon ausgehen, dass das weiter hochgeht, aber ich wäre sehr interessiert daran, eure Meinung zu hören. Ich habe im Augenblick ungefähr 1000 Euro in der Aktie, also schon eine durchaus signifikante Position für mein Aktienportfolio. Da müsste ich mir schon überlegen, was ich mache. Ich habe die Aktie auch mehr als ein Jahr, das heißt, ich könnte sie ohne den Gewinn versteuern zu müssen, verkaufen. Das ist schon mal ein guter Aspekt. Also da müsste man wirklich drüber nachdenken. Das ist ganz, ganz gut finde bei Trade Republic. Hier hat man eigentlich auch alle wichtigen Indizes, alle Informationen, eben die Metrices, auch die Analysteninfos und eben auch so die letzten Releases über irgendwelche Daten, wann sie kommen werden. Also das ist eigentlich alles ganz gut gemacht. Vielleicht, um da noch mal eine andere Meinung reinzukriegen, ist hier Yahoo Finance. Hat man die ähnliche Übersicht, natürlich der gleiche Aktienkurs. Was ich hier ganz interessant finde, ist vor allen Dingen hier so das Recommended Rating. Also zum einen findet man hier die ganzen Infos, die News zu CCVI, das ist sicherlich sehr interessant. Da kann man ein bisschen sich informieren. Aber hier auch Recommended Rating, 3,2 ist Hold. Und das ist eigentlich ziemlich genau das, was ich mache. Also die sagen jetzt auch nicht unbedingt verkaufen, sondern naja, halten und mal abwarten, wo es hingeht. Aber eben, du siehst auch hier, die Analysten sind im Average bei 26 Dollar. Im Augenblick ist es 45 Dollar. Also da könnte man schon überlegen, ob Verkaufen nicht die bessere Variante wäre. Andererseits, AI ist das Thema unserer Zeit. Es ist das Zukunftsthema. Da jetzt rauszugehen, weiß ich nicht. Tue ich mich ein bisschen schwer mit. Wie gesagt, ich würde mich sehr über eure Meinung zu dem ganzen Ding freuen. Auf jeden Fall würde ich gerne auch hören, was haltet ihr von C-Suite AI? Aktie zum Kaufen oder nicht? Oder investiert ihr eigentlich gar nicht in Aktien und nur in Kryptos? Schreibt es mir in die Kommentare und das war's für heute. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.